Inzwischen haben Sie sicher schon die neuen Planeten am Himmel entdeckt. Wie bitte? Wir schalten live zum Justice Syndicate, um mehr über das Thema zu erfahren. Menschen der Erde, keine Panik. Wir, eure Helden, prüfen derzeit, ob dieser neue Mond, der eure Erde umkreist, eine Gefahr für euch darstellt. Im Moment gibt es keinerlei Grund zur Beunruhigung. Freundlich lächeln. Da hören Sie's. Kein Grund zur Sorge. Wo sind wir, Pupsi? Hinterm Regenbogen? Wie enttäuschend. Oh, aber was ist denn da drüben los? Sieht ganz so aus wie eine Party. Je mehr, desto lustiger. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Los, feiern wir mit! Fallt nicht zu weit zurück, ihr zwei, sonst wird das verdächtig. Kein Problem, Pupsi. Diese mächtige Superman wird Hören und Fliegen vergehen. Jo, moin Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play zu Lego DC Super Variants. Und ich bin der Fuchs wie immer. Nein, ein schönes Essen reicht nicht. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, um weiter zu erfahren, wie es hier in dieser spannenden Geschichte hier weitergeht. Ja, kleiner Rückblick nochmal, gerade das Video gesehen. Jetzt ist ja die Kacke so richtig am Dampfen. Und der Untergang der Erde so steht kurz bevor. Oh, Feuer! Das gefällt mir! Hey, darf ich mir das ausborgen, wenn du damit fertig bist, Mr. Dämon? Ha! Das hat ja lange genug gedauert! Los, zeigen wir dem Besitzer hier, warum wir hier sind. Das können nie im Leben alles Zufälle sein. Die Justice League hätte davon gehört, sie sollten hier sein, und zwar jetzt. Sind sie aber nicht. Wir stecken in Schwierigkeiten. Entweder gibt es die Justice League nicht mehr, oder dass die Justice League auf einer Mission ist, wie das Syndicate behauptet, stimmt nicht. Du meinst, das Syndicate lügt? Aber sind sie nicht Helden? Sehen wir uns Clarkson mal näher an. Was immer er berichtet, das Gegenteil muss stimmen. Selbst der Artikel, dass ein Alligator kein gutes Haustier ist? Gut. Damit hatte er recht. Komm schon. Komm schon, Mr. J. Hier ist es zu seltsam. Selbst für mich. Ich liebe es. Das Chaos ist so belebend. Perfekt für mich. Wenn du das sagst. Okay, wollen doch mal sehen, ob jemand zu Hause ist. Geht klar, Pupsi. Überlass das mir. Eine Gazelle springt sie.
da drüben. Blümchen. Halt! Was passiert damit, Captain Lagranate? Damit holt er Superkräfte. Hast du denn überhaupt nicht aufgehört? Hey, nicht schlecht. Ich wette, Ivy wäre stolz darauf. Vielleicht sollte hier mal jemand eine Runde dekorieren. Das habe ich jetzt auch gesehen. Ja, mag sein, aber diese düstere, lavamäßige Atmosphäre passt eigentlich ganz gut. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier tun soll. Bist du dumm oder was? Bist du dumm oder dumm? I don't know! So.
Das habe ich ja verstanden. Die Pflanze da rauskommt. Da wird mir bestimmt auch kaum gezeigt, wie ich. Okay, Leute, ich bin mir gerade nicht so richtig sicher, was ich jetzt tun habe. Recht leid. Weil die von selber aus. Gut, Leute, dann machen wir hier mal Feierabend. Ich werde mich nochmal schnell damit beschäftigen, damit das Let's Play hier nicht ins Ewige zieht. Ich bedanke mich erstmal hier fürs Zuschauen bei Lego DC Super Variants und wenn es gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, euer Fuchs. Ciao.